Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man eine Küchenspüle anschließen kann, und zwar mit einem doppelten Siphon, in meinem Fall von Geberit. So, und hier kann man jetzt gut sehen, die Küche hat zwei Anschlüsse. Da müssen wir uns mit dem Siphon anschließen, und hier von oben sieht man, da sind eben zwei Spülbecken. Als erstes zeige ich euch, wie der ganze Siphon aussieht. Der wird hier hinten in der Mitte ungefähr sein, also zwischen diesen beiden Anschlüssen. Hier sind all die Teile, die wir bei einem Doppelsiphon haben und auch brauchen. Hier haben wir auch eine Montageanleitung, und zwar sieht man, hier hat man einfach, zweifach und sogar dreifachen Siphon von der Geberit. Der sieht genau so aus wie dieser hier. Und hier haben wir zwei Rohre für die zwei Anschlüsse, also für die Ablaufventile. Zwei Rohre, die senkrecht stehen. Dann haben wir dieses Doppelrohr, diesen Doppelanschluss. Das Rohr, wo in den Abfluss geht. Und hier ist es 56 mm. Die gibt es auch mit 50 mm. Und dann diesen Siphon mit Anschluss für ein Geschirrspüler. Und da zeige ich euch jetzt etwas hier drin, wie das so aufgebaut ist. Und dann haben wir diese fünf Verschraubungen und natürlich die Ohrringe bzw. die Dichtungen. So, und wie vorhin gesagt, wollte ich euch das zeigen, weil das ist wirklich, glaube ich, einmalig bei den Siphons. Hier innen drin sieht man, dieser ist separat, und hier innen drin kommt er raus. Ihr seht hier, er ist doppelt. Da, wo es ganz klein rauskommt, das ist von der Geschirrspülmaschine. Somit ist das quasi getrennt und funktioniert viel, viel besser. Das Gute an diesem separaten Anschluss ist, wenn der Siphon selber verstopft ist, läuft der Geschirrspüler ganz normal weiter. So, was das Werkzeug anbelangt, brauchen wir nur so einen Rohrabschneider. Wer den nicht hat, kann auch ein Sägeblatt nehmen oder sonst irgendein Werkzeug zum Trennen von diesem Plastikrohr. Als erstes setzen wir diese zwei Teile zusammen, und hier drin, da hat es schon eine Dichtung hier und einen Ring, der die Dichtung presst dann beim Anziehen. Das kann ich jetzt schon ziemlich festmachen, und das wird immer nur von Hand festgemacht. Da braucht man keine Zange oder sonstiges. Jetzt setze ich den Siphon hier hin, montiere auch dieses T-Stück, dieses Doppel-T-Stück, und dann schaue ich, dass ich ungefähr mittig bin. Und dann zeichne ich hier an, die Tiefe von dieser Steckmuffe ist ungefähr 4 bis 5 cm. Das kann man natürlich messen. Ich habe genau 5. Also zeichne ich das genauso an, dass ich am Ende zwischen diesen beiden Ablaufventilen bin. Also so. Und zeichne es hier an. Und hier schneide ich jetzt auch ab. Und wie gesagt, mit so einem Rohrabschneider geht es ziemlich einfach, aber auch mit einem Sägeblatt funktioniert es genau gleich. Ich mache euch unter dem Video ein paar Links von diesem Material und Werkzeug. So, und hier sieht man, wir haben einen sauberen Schnitt. Ich kann das Ganze jetzt auch schon einsetzen. Das wird nur reingedrückt. Ihr könnt jetzt hier sehen, ich habe hier ausgefräst, damit der Siphon, damit diese Biegung hier Platz hat. Weil der Abfluss etwas weiter nach vorne steht, störte dieses Stück hier. Jetzt habe ich das so ausgeschnitten, und jetzt steht es nicht mehr im Weg. Als nächstes probieren wir mal dieses Doppelteil, und ihr könnt jetzt schon sehen, da bin ich ja zu hoch. Also muss dieses Teil so kurz wie möglich ausgeschnitten werden, weil wir haben ja noch dieses Teil,
wo so montiert wird. Und dann noch dieses Teil, wo quasi das T-Stück mit diesem Rohr verbindet. Also schneide ich das ganz, ganz kurz ab, einfach, dass ich diese Überwurfmutter noch montieren kann. Und hier die Tiefe ist ungefähr bis da. Zeichne mal an. Wie gesagt, die Tiefe ist ungefähr bis hier. Also schneide ich jetzt zuerst hier ab und schaue mal, eventuell kann ich das ja noch etwas kürzen. So. Jetzt muss diese Überwurfmutter drauf und dann noch diese Dichtungen. Und bei diesen Dichtungen gibt es eine Reihenfolge, weil es gibt zwei Typen. Das eine ist dieser Plastikring und das zweite ist diese Dichtung. Zuerst wird die Überwurfmutter montiert, dann diese Plastikdichtung und dann die Gummidichtung. Somit presst diese Plastikdichtung gegen die Gummidichtung und dichtet so hier am Rand ab. Und hier könnt ihr jetzt gut sehen, ich bin am Anschlag. Tiefer geht's nicht. So, und jetzt könnt ihr sehen, wir sind ungefähr in der Mitte und können jetzt dieses Rohr mal provisorisch drauf tun, um die Länge von diesem Standrohr zu messen. Und da sehe ich schon, hier ist der Abfluss so was von hoch, dass ich hier wahrscheinlich sehr, sehr wenig Platz habe. Ihr könnt jetzt sehen, da muss ich ja verbinden. Das ist ja extrem kurz. Also ich muss wirklich hier ganz, ganz kurz schneiden. Dieser Abfluss ist auf einer Höhe von 45 cm. Normalerweise haben wir 40 oder 37 cm Höhe. Und hier ist das Problem eben, das wurde höher gemacht, die alte Küche. Und jetzt mit der neuen Spüle wird es etwas eng, aber das sollte immerhin gehen. Ich zeichne jetzt mal an und hier ist die Einstecktiefe nur bis da. Ich zeichne mal an, dann zeige ich euch das. Hier könnt ihr sehen, so weit und somit geht es eigentlich mit der Verschraubung genau noch auf. Schneide mal ab. Und jetzt das, was ich vorhin gesagt habe, der Plastikring und dann die Gummidichtung. Und wenn es so kurz ist, eventuell habt ihr dann Probleme zum die Dichtung drauf tun und da behilft man sich immer mit einem kleinen Schraubenzieher und dann diese Gummidichtung noch. Das ist etwas knifflig, aber es kommt eigentlich immer gut. Es ist etwas eng, aber es geht, es ist machbar. Ich habe es jetzt hier geschafft, jetzt drücke ich noch die Dichtung etwas weiter rein. Mit diesem kleinen Schraubenzieher. Und somit ist sie drin. Und ich kann sie jetzt hier eigentlich auch schon drauf tun und dann die Länge von diesem Rohr noch ausmessen. Das muss ich ganz runterdrücken, damit das Ganze überhaupt aufgeht. So, jetzt muss ich ja nur noch die Länge von diesem Rohr messen. Das mache ich, indem ich es hier reinstecke und dann einfach das Überschüssige ausmesse. Und hier habe ich genau 10,5 cm. Und jetzt schneide ich hier 10,5 weg und dann sollte das Maß stimmen.
Und ihr könnt jetzt auch sehen, es ist ganz, ganz einfach. Die Rohre sind aus Plastik. Man arbeitet sehr gut mit diesen Siphons und es passt wirklich perfekt zu jeder Spüle. So, die Verschraubung ist drauf. Was hier fehlt, ist noch die Dichtung. Jetzt können wir das Ganze noch verbinden. So, hier und dann schiebe ich mal von Hand die Dichtungen daher. Und so, jetzt könnt ihr sehen, das presst sich dann so eine gegen die andere und dichtet ab. Und hier könnt ihr jetzt sehen, es passt ziemlich, ziemlich genau. Wäre dieser Abfluss noch 1 oder 2 cm höher, hätte ich es natürlich nicht mehr geschafft. Was ich jetzt mache, ist das zweite Rohr. Da machen wir jetzt genau gleich. Also ich schneide dieses Rohr aufs Minimum und dann können wir das letzte Stück noch verbinden. Hier sind wieder beide Dichtungen drin und hier kann ich wieder das Ganze anschließen bzw. festziehen. Und ihr habt gesehen, es muss alles nur von Hand festgemacht werden. Es braucht kein anderes Werkzeug außer etwas zum die Rohre abschneiden. Und hier mache ich jetzt dasselbe. Ich messe wieder die Distanz. Hier kann ich auch von der Mitte messen. Und hier sind wir auch 10,5. Das heißt, ich habe den Siphon perfekt in der Mitte schon montiert. Das ist jetzt die letzte Überwurfmutter und die letzten Dichtungen. Somit haben wir eigentlich alle Dichtungen und alle Teile gebraucht, bis auf diese Tülle, die für den Geschirrspüler noch zum Anschließen ist. Das zeige ich euch auch. Das reicht so von Hand angezogen. Das ist jetzt eigentlich auch schon alles ziemlich fest. Ich zeige euch mal aus der Nähe, wie es oder beziehungsweise von der Seite, wie das Ganze jetzt aussieht. Jetzt könnt ihr sehen, es ist alles angeschlossen. Was fehlt, ist der Geschirrspüler. Und das machen wir jetzt als letztes. Und hier drin hat es, ihr seht, eine Dichtung, die werden wir brauchen. Und diesen Blinddeckel, den brauchen wir nicht mehr. Ich habe hier den Schlauch von der Geschirrspülmaschine. Den stecke ich jetzt hier hinten durch und schließe ihn so an, damit er hier oben auch ein Siphon macht. Und somit haben wir auch ein Siphon, damit der Geruch natürlich nicht zurück kann, beziehungsweise auch alles Schmutzige. Hier machen wir so, Überwurfmutter drüber, stecken hier die Tülle hier rein. Eventuell muss man diese Schelle noch etwas aufmachen, aufweiten und dann reinpressen. So. Jetzt verbinden wir einfach das Ganze mit der Dichtung. So. Und jetzt haben wir eigentlich die Arbeit auch schon erledigt.
Jetzt fülle ich die zwei Becken oben, dann lasse ich das Wasser laufen. Und wie gesagt, hier ist ja separat. Also da hat es einen separaten Kanal, einen separaten Abfluss. Das finde ich noch recht gut. Ich fülle mal beide Becken mit ungefähr 5 Liter beide und lasse sie beide gleichzeitig nach unten ablaufen. Hier könnt ihr sehen, die sind ziemlich tief, diese Becken sind sehr, sehr tief. Ich fülle noch das andere und dann mache ich beide auf und kontrolliere unten, ob es sauber abläuft. Ich lasse jetzt beide auf einmal laufen und dann sehen wir auch, ob das sauber zieht. Also ihr könnt sehen, es bildet sich wie quasi eine Spirale bei beiden. Läuft perfekt ab und jetzt schauen wir unten. Und hier unten könnt ihr sehen, es ist alles dicht. Somit ist die Arbeit erledigt. Ich wollte euch nun ganz kurz zeigen, wie es früher angeschlossen war, aber Küche war etwas versetzt. Früher war es so angeschlossen, also die zwei waren an den Spülen, die waren verzapft und hier war der Geschirrspüler angeschlossen. Also konnte das Wasser quasi immer zurückgehen und in diesem Fall bei dem neuen Siphon funktioniert es perfekt. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es doch bitte unten in den Kommentaren. Die Links zu den Produkten findet ihr auch hier unterhalb. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.